mit dem Vorderviertel. Sigi, kannst loslegen. Ne? Jetzt haben wir hier den Bug, also praktisch die Schulter von unserem Vollblut-Wagyu. Und ja, der Sigi schneidet jetzt das Bein im Ganzen ab. Von der Keule, das haben wir ausgelöst, um das mal aufzuzeigen. Und hier das Bein lassen wir jetzt ganz. Ja? Sigi schneidet jetzt hier im Gelenk ab, das Bein. Ja, das muss man genau treffen, das ist gar nicht so einfach. Ja, und dann werden wir das Bein auch ganz lassen, nicht auslösen, sondern dies für Beinscheiben benutzen. So, wunderbar. Da haben wir das Bein schon fertig. Und zwar fängt er jetzt mit dem Schulterblatt an. Also hier läuft jetzt noch so ein Knochen lang, den kann man auch ertasten. Ja? Und hier schneidet der Sigi jetzt hinten ein, um nachher auf der anderen Seite den Knochen viel sauberer und vor allen Dingen auch leichter rauszubekommen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Schneidet auch fester auf den Knochen drauf. Ja, um halt hier nachher auch wieder die Knochenhaut auf dem Fleisch zu haben und nicht auf dem Knochen. Ja, auch hier benutzt der Sigi jetzt wieder einen Stahl als praktisch ja, verlängerter Arm, Finger oder Hand, um halt die Knochenhaut jetzt wirklich da vom Knochen wegzudrücken, um dann schön sauber auslösen zu können. Zwar ist der Sigi jetzt auf der dünnen Seite. Dünne Seite bedeutet jetzt hier, da liegt das falsche Filet drunter. Ja, ein klassisches Schmorstück eigentlich. Genau das holt er jetzt da raus. Dreht jetzt den Bug rum, nachdem er vorgelöst hat. Und ihr seht jetzt auch hier halt, ja, muss der Sigi genau das Gelenk treffen. Dazu wird er jetzt erstmal hier ein bisschen das dicke Fett entfernen. Ja. Und da gibt es jetzt auch einen kleinen Trick, wenn man das einfach mal ein bisschen bewegt, dann sieht man hier, wo das Gelenk sitzt auch. Ja, ich versuche es mal ein bisschen hochkant zu stellen, bewege es mal hier ein bisschen, ja, da sieht man halt hier, Mensch, hier ist das Gelenk und das ist jetzt halt für den Sigi auch der Anhaltspunkt, wo er genau weiß, okay, da muss ich einschneiden. Ne? Sigi macht es jetzt noch ein bisschen anders, er fängt oben am Röhrenknochen an, kann man auch machen, sich das Gelenk so freizulegen. Ja, viele Wege führen nach Rom. Nun durchtrennt der Sigi das Schultergelenk, um dann halt auch das Schulterblatt von der anderen Seite freilegen zu können. Ja, auch hier wieder Einschnitt auf dem Knochen. Jetzt nimmt der Sigi wieder den Messerrücken, um oben auf dem Schulterblatt auch hier wieder die Knochenhaut auf dem Fleisch drauf zu haben, um den Knochen sauber auslösen zu können. So, wenn ihr mal seht, da hat der Sigi also auch wieder perfekte Arbeit geleistet. Das ganze Schulterblatt ist ja wirklich blitzeblank, ja, und ja, wird er jetzt final auch nochmal rausziehen. Dazu muss er jetzt nochmal den Gelenkkopf lösen, ringsherum, vor allen Dingen auch dahinter. Ja, und sehen auch hier wieder ein gerader Schnitt auf dem Knochen, um auch hier wieder die Knochenhaut zu lösen. Jetzt kann man halt hier schön das Schulterblatt rausziehen. So, jetzt hat der Sigi halt das Schulterblatt hier komplett rausgezogen. Ja, wirklich vom Feinsten, blitzesauber. Und jetzt geht es weiter mit dem Röhrenknochen. So, auch hier wieder muss der Röhrenknochen von beiden Seiten logischerweise vorgelöst werden. Ja, auch hier kratzt der Sigi jetzt wieder. Auch hier wird jetzt wieder hinter dem Röhrenkopf gelöst, ja, um den Knochen schön sauber rauszukriegen. So, und jetzt kann der Sigi den gleich wieder richtig da rausdrücken, den Knochen. So, wunderbar. So, und natürlich auch wieder unten am Gelenk, Knochen auf der anderen Seite. Muss hier auch wieder vorsichtig, am besten nur mit der Messerspitze, rings um den Knochen herum ausgebeint werden. So, wunderbar.
So, auch hier jetzt der Röhrenknochen wirklich wieder à la Bonheur, schön sauber ausgelöst. Ja, und dann ist unser Bug auch fertig ausgelöst. Ja, okay, und weiter geht's dann halt auch hier mit unserem Wagyu-Rindernacken, ja, den der Sigi jetzt erstmal auslösen wird, wo sich dahinter dann halt auch noch eine Menge Sidecuts verbergen. Ja? Dann Sigi, sei so nett und starte. Gerne. So, der Sigi fängt jetzt auch hier wieder an, praktisch an der Innenseite des Nackens die Kette abzuschneiden. Ja? Auch hier wieder wellenförmig geht er da schön entlang, um die Knochen halt auch zum Ausbeinen bestmöglich vorzubereiten. Und der wird jetzt alle Knochen einzeln rausholen. Auch das ist eigentlich gar nicht üblich. Das wird eigentlich im Ganzen ausgelöst. Aber so ist natürlich auch eine richtig saubere Sache. Und hier haben wir dann aber auch die bestmöglichen Fleischknochen für zum Beispiel eine tolle Soße. Ja, auch hier geht der Sigi jetzt zwischen den Rippenansätzen nochmal rein. Eine gute Vorarbeit ist halt auch wirklich extrem wichtig. Und da werdet ihr gleich sehen, wie flüssig der eine Knochen nach dem anderen da rauskommt. Ja, man muss halt immer hier genau zwischen jedes einzelne Gelenk durch. Das ist nicht so einfach. Von der Anatomie her, klar ist das eigentlich immer die gleiche Vorgehensweise, aber jeder Knochen ist dann halt auch schon wieder individuell von Größe, Aussehen, Umfang und so weiter. Also von daher muss man wirklich schon drauf haben. Ja? Beim Schwein hat man es dann natürlich einfacher, klar, ist kleiner, geht auch schneller. Und hier könnte man zum Beispiel dann auch, ich sag mal, ein Nackenkotelett machen, da braucht man den Knochen gar nicht auszulösen. Könnte man rein theoretisch jetzt auch vom Rindernacken machen, aber ist halt nicht die übliche Vorgehensweise und für unser Vorhaben heute auch nicht geeignet. Ja, bei den vorderen Stücken, da sind noch die Federknochen mit dran, die sogenannten Federknochen. Liegen noch bis oben mit auf. Die müssen natürlich auch hinter dem Knorpel vorgelöst werden, mitgenommen werden sozusagen, bis unten hin zur Wirbelsäule. So, da gibt der Sigi schon Gas. Ich habe zwar schon mal schneller gesehen von dem, aber nein, Sigi ist gut dabei, mach ruhig. Ne? Aber man sieht auch, er ist nicht zu halten. Ne? Will er doch unbedingt alles alleine machen und das soll er auch. Apropos, ich weiß, dass in meinem Netzwerk einige Leute dabei sind, die Sigi noch kennen. Da freue ich mich jetzt schon auf die Kommentare. Mal schauen, wer ihn alles wiedererkennt und mal einen lieben Gruß da lässt. Ich war nur bei Sigi Fischer, das hat gereicht. Das ist auch so. Harte Schule auf jeden Fall. Sag ja, der ist ja jetzt zahm wie ein Lämmchen, ne? Vor 10 Jahren. Ja. So, Sigi ist jetzt hier final beim letzten Knochen. Flexe schneidest du selber? Ja, das machen wir gleich beim Zurechtschneiden. So, und jetzt sehen wir mal hier die Knochen aneinandergereiht, ja, und vor allen Dingen unseren Nacken fertig ausgelöst. Ja. Da freue ich mich jetzt gleich richtig drauf, den auch zurechtzuschneiden. So, und dann haben wir auch das letzte Teilstück von unserem Fullblut Wagyu Vorderviertel. Und das ist jetzt halt hier die sogenannte Querrippe mit der Brust, dem Brisket. Wir werden jetzt einfach hier einsägen, das Brisket separat haben, das wird der Sigi noch auslösen. Und die Rippen, die werden wir halt ganz lassen für eine sogenannte Short Rip. Ja, Sigi, dann komm, großes Finale. Ja, kannst du auch machen. Ich halte mal hier fest. Aber sieg doch. Sigi verzichtet jetzt hier auf die Säge, schneidet mit dem Messer die Knorpel durch, löst dann auch direkt die Brust aus. Ja, die Brustknochen sind halt sehr knorpelig auch, ja, also hier unten ist ein fester Knochen und darüber ist eigentlich auch nur so, ja, knorpelige Speichen, ne? Kannst gerne weitermachen, Sigi. Das Tolle bei den Knochen ist, die eignen sich auch hervorragend für einen Soßenansatz, weil durch den Knorpel halt auch viel Bindung, viel Gelee halt direkt in die Soße mit reinkommt, ja. Also ihr habt hier eine natürliche Bindung und könnt dann somit garantiert auch auf Soßenbinder oder sonstige komische Sachen zu Hause beim Kochen verzichten. Ja, also das ist auch mein Favorite, wenn es einen Soßenansatz gibt, am liebsten nur von Brustknochen. Ja, das zeige ich euch gerne nochmal. Auch hier haben wir jetzt noch ein bisschen Magerfleisch zwischen den Knorpelrippen hier sozusagen. Ja, das werden wir gleich noch rausputzen und verwerten. Ja, und dann ist es jetzt eigentlich auch schon gut. Sigi, sei so gut und schneid doch noch bitte die Brust ab.
Ja, so, und dann haben wir hier einmal die Querrippe, die können wir jetzt hier noch einsägen, klassisch für Suppenfleisch, aber bei so einer hervorragenden Qualität. Wir sehen hier auch nochmal die Marmorierung, ja, sollten wir hier eine schöne Short Rib machen. Short Rib bedeutet jetzt halt das ganze Stück oder auch in Streifen geschnitten, einfach schön langsam geschmort, am besten auf dem Smoker, ja, hervorragend. Ja, zu guter Letzt halt noch die Brust. Auch hier in den breiten Graden eigentlich nur bekannt als klassisches Kochfleisch oder sogenanntes Suppenfleisch. Ja? Einfach mit in die Suppe reingedöllert. Klar, gibt einen grandiosen Geschmack. Ja? Ist auch dafür super geeignet oder gekocht, aufgeschnitten mit Meerrettichsoße. Das sind so die Sachen, die wir hier kennen halt. Aber in so einer Qualität halt auch optimal für den Smoker. Ja? Ein Brisket, schön 24 Stunden gesmoked. Herrlich. Ja, Sigi, dann vielen Dank fürs Auslösen. Gerne. Ne? Und ich schneide dann nochmal hier zurecht. Wa? So, dann geht's hier wieder weiter. Und zwar müssen wir natürlich unser ausgelöstes Vorderviertel jetzt auch noch zurechtschneiden. Ja? Vielleicht mal für den Anfang, hier haben wir das falsche Filet, den Mittelbug und das dicke Bugstück. Das sind eigentlich die klassischen drei Teile, die wir hier raus gewinnen können. Ja? Dann fange ich mal an. Ich schneide jetzt hier erstmal vorsichtig den Deckel ab, gebe das noch dem Sigi rüber zum Sortieren. Ja? So, den Knorpel hier noch raus. Komm mit bei den Knochen. Auch hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also diese Schulterknorpel, die ihr hier findet, auch die müsst ihr nicht wegschmeißen. Die könnt ihr logischerweise mit in eine Soße tun oder kocht sie einfach für eure Haustiere. Ne? Also auch Hunde haben hier richtig Freude dran. So, dann fange ich mal an und trenne jetzt hier als erstes das falsche Filet ab. Ja? Schneid das auch hier schön raus und kannst dann auch hier schon mit der Hand, ja, super herausziehen. Ja, lege ich kurz an der Seite. Hier das Verarbeitungsfleisch. Ja, hier können wir also wirklich nichts Spektakuläres mehr mitmachen. Das wird eigentlich dazu genutzt, jetzt wirklich halt für die Wurstproduktion, Hackfleisch, sonstige Dinge halt. Ja, gebe ich auch im Sigi rüber. So, und somit haben wir hier eigentlich nur noch das Schildstück und das dicke Bugstück. Das Schildstück werde ich jetzt halt hier ganz knapp am dicken Bug abtrennen. Ja, habe das dann hier schon mal separiert. So, der dicke Bug. Eigentlich auch ein klassisches Schmorstück, Bratenstück, Stück für Sauerbraten. Ja, hier bekannt. Auch hier gilt natürlich wieder erstmal ringsrum nur das dicke Fett ein bisschen wegzunehmen. Mal Courant zu schneiden, ja, auch das kann ich dem Sigi schon mal rübergeben. So, wie gesagt, das dicke Fett kurz weg, wunderbar. Und jetzt wartet auch hier schon wieder der nächste Sidecut auf uns. Und zwar das Terrace Major. Eigentlich auch ein relativ unbekannter Cut, ja, den kaum jemand auf dem Schirm hat. Ist eigentlich hier der Teil vom Bugdeckel. Ja? Auch hier können wir jetzt wieder der Sehne und dem Vlies folgen. Ich hoffe, ihr könnt es hier halt sehen. Ja? Hier muss einfach leicht nachgegangen werden. Und schon können wir das Terrace Major Stück herausschneiden. Ja? So, das werde ich jetzt auch direkt ein bisschen parieren. Ja, auch hier wieder ein trendiger Cut, kurz die Sehne noch entfernt. Ja. Ist zwar halt auch keine hohe Ausbeute, auch hier wieder, ja, wenn man Terrace Major haben will, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man da 20, 30 Kilo von braucht, wie viel Rinder man auseinanderschneiden muss, zerlegen muss, um auf diese Menge zu kommen. Ja. Terrace Major, auch Bistrofilet genannt, ist ein Sidecut, der aus den USA kommt.
Bistrofilet insofern in der Tat nach dem Garen hat es eine Wahrnehmung, einen Charakter wie ein Rinderfilet, kommt dadurch, dass hier die Fleischfaser ziemlich dünn ist, ja, und schmal ist, also sogenannt feinfaserig, und man im Mund dann halt auch ein tolles Mundgefühl hat. Ja, also wirklich butterzart, ein tolles Stück Fleisch. Ja, den Rest vom dicken Bug parieren wir jetzt hier auch noch ein bisschen ab. Ja, hier auch einfach die dicke Sehne ein bisschen wegnehmen, inklusive dem dicken Fett. Und auch da sehen wir schon, was es hier mit dem tollen Fleisch auf sich hat. Auch hier sehen wir schon wieder die tolle Marmorierung. Ja, also wirklich fantastisch. So. Schneiden wir noch ein bisschen Courant. So. Restlichen Sehnen noch entfernen. So, gebe ich auch dem Sigi direkt rüber. Und dann haben wir hier unser dickes Bugstück eigentlich auch schon fertig. Ja? Wie gesagt, hier Fett kann ruhig drauf bleiben. Wer mag, kann das natürlich auch noch ein bisschen wegnehmen hier. Ja? Auch kein Problem. Fleisch holen wir uns noch runter, Fett separat, fertig. So, als nächstes machen wir dann kurz das falsche Filet. Ja? Falsches Filet ist auch so ein Name aus der Historie raus. Ja? Warum? Klar, hat Ähnlichkeit von der Struktur, vom Aussehen her halt wie ein Filet. Ja? Daher der Name falsches Filet. Aber kann man halt ja, nicht kurz braten, ist eigentlich dafür gar nicht geeignet. Hier läuft auch noch eine dicke Sehne mitten durch das Teilstück durch und ist somit eigentlich auch ein klassisches Schmorstück. Ist aber halt auch immer gern in aller Munde und auch gerne genommen. Auch hier habt ihr immer gleichmäßige Scheiben nach dem Garen. Ja? Also ein ziemlich attraktives Stück Fleisch auch mit wenig Abschnitten nach dem Garen. Ja? So, hier nehme ich jetzt noch auch ein bisschen die Knochenhaut wieder runter, die der Sigi mit größter Mühe versucht hat drauf zu lassen. Aber das gehört nun mal mit dazu. So. Dann haben wir auch hier unser falsches Filet soweit schon fertig. Ne? Mal kurz hier ein bisschen dicke Fett abparieren. So, wunderbar. Dann haben wir hier unser falsches Filet. Ja, mit der Sehne in der Mitte braucht ihr auch euch keine Sorgen zu machen. Die wird nach dem langsamen Schmoren richtig schön gelieren, ja, und somit auch butterzart sein. So, eins meiner Favoriten ist halt der Mittelbug, das Schildstück, ja. Hier total in Vergessenheit geraten, weiß ich noch von meinen Großeltern, das war das beliebteste Schmorstück, was es gab, ja. Hier in der Mitte läuft auch noch eine richtig dicke Sehne durch, auch die geliert nach dem Braten oder Garen halt. Ja. Früher haben sich die alten Herren darüber gestritten, wer diese Sehne bekommt, ja, dieses Gelee-artige. Und heutzutage will von diesem Teilstück eigentlich niemand mehr was wissen. Ja. Hat kaum jemand auf dem Schirm, ja, setzt kaum jemand ein. Ist klar, ist natürlich auch ein bisschen arbeitsaufwendig. Wir sehen hier die Knochenhaut, die muss runter. Wir sehen hier noch einen Fettdeckel, wo man sich jetzt auch wieder drüber streiten kann. Ich würde ihn dran lassen, mag aber auch nicht jemand, der runterpariert werden müsste. Aber mittlerweile gibt es halt auch hier einen neuen Sidecut, und zwar das Flat Iron Steak. Ja? Flat Iron Steak bedeutet jetzt eigentlich hier halt, dass wir das ganze Stück parieren und auch die Mittelsehne entfernen, um nachher zwei schöne Steaklappen zu haben. Und das mache ich jetzt mal. Dazu beginne ich natürlich hier auf der Oberseite und muss dann halt auch wieder die Knochenhaut, die der Sigi hier mit größter Mühe drangelassen hat, auch wieder runternehmen. Ja? Kann man hier schön tun. Magerfleisch nehme ich direkt weg. Knochenhaut kann weg. Ja, und dann mache ich jetzt hier schön, pariere ich hier schon vorsichtig die Haut herunter. Ja. Auch hier weniger ist mehr. Ja. Und wir sehen auch hier schon wieder eine richtig extreme, nahezu krasse Marmorierung, ja, die uns nach dem Braten natürlich wieder zugute kommt.
So, das gleiche auf der anderen Seite. Da wir ja ein Flat Iron Steak machen, nehme ich mal hier das dicke Fett erstmal weg. Auch das werden wir logischerweise verwahren. Ja? Das kann man sich auslassen. Zum Braten nutzen, wie ihr es schon kennt. Ihr könnt logischerweise von so einem halben Rind nicht das ganze Fett sofort verwerten, aber ihr könnt es auf einmal auslassen, euch in kleine Gläschen abfüllen und jedes Mal beim Braten halt immer ein bisschen was dazugeben, anstatt Butter oder Margarine. So, jetzt habe ich das Fett entfernt. Jetzt hängt hier noch eine dicke Sehne drunter, die ich auch entferne. Ja, dazu nach altbewährtem Muster verfahre, vorsichtig mit der Klinge und das Messer gehe, ja, und diese dann abziehe. Das Ganze mache ich hier beim ganzen Teilstück. Richtig schön. Und wir sehen jetzt auch hier, also das ist keine Knochenhaut mehr, das ist die extreme Marmorierung, die ihr jetzt hier seht. Ja? Also granatenstark. So, Magerfleisch auch direkt an der Seite. So, und jetzt haben wir hier unser Schildstück von beiden Seiten eigentlich schon mal blank pariert. Und wie ihr jetzt hier seht, müssen wir natürlich noch die Sehne hier rauskriegen. Das ist nicht ganz so einfach, ja. Aber auch hier gibt es halt wieder so einen kleinen Trick, ja. Grundsätzlich sollt ihr ja darauf achten, dass ihr vom Körper wegschneidet, und das macht ihr hier auch. Also ihr seht jetzt hier den Sehnenansatz, ja. Ich schalte noch mal einen Moment in die Kamera rein, ja. Und das ist natürlich jetzt hier für uns der Hinweis, okay, hier beginnt die Sehne, hier müssen wir jetzt praktisch anfangen, unser Flat Iron auseinanderzuschneiden. So, das werde ich jetzt auch tun, indem ich hier mein Messer in einem etwas größeren Winkel oder steileren Winkel halte, ich sage jetzt mal 45 Grad, und werde jetzt hier immer auf der Sehne langsam von vorne bis hinten das magere Fleisch sozusagen darunter putzen. Ja? Also wirklich auch hier, ich benutze hier nur die Messerspitze dafür, um halt hier die Sehne genau zu treffen und dann nachher auch zwei schöne Flat Iron Sticks zu haben. Ja, da lasse ich mir auch ein bisschen Zeit mit. Das ist wirklich nicht so einfach. Ja. Aber andersrum auch wieder nicht so schwer, dass man sich das nicht selber zutrauen könnte. So, dann haben wir mal den ersten Lappen. Und ihr seht jetzt halt, hier ist die Sehne halt ja, ziemlich blank schon. Ne? Und die muss natürlich noch raus. Wie gesagt, beim Schmoren geliert die. Da braucht ihr die nicht zu entfernen. Könnt ihr die ruhig drin lassen. Gibt dem Stück Fleisch auch noch ein bisschen Saftigkeit, ja. Aber für unsere Zwecke, fürs Flat Iron Steak, muss diese natürlich raus. So. Die entferne ich jetzt hier. Schon schön sauber. Kann direkt weg. Auch hier lasse ich mir Zeit, setze lieber ruhig nochmal an, ja, bevor ich hier das Fleisch verletze. Auch hier keine Scheu, das ist alles dickes Fett, das kann ruhig mit drauf bleiben, das ist überhaupt nichts Schlimmes, ja, das wird butterzart werden. Gebe ich hier auch nochmal am Sigi rüber. So, dann werde ich jetzt einfach nur noch ein bisschen Courant schneiden hier, ja. Und dann haben wir hier unser Flat Iron Steak. Erster Teil. Wirklich sensationell sieht das aus. So, und auch hier einfach nochmal ein bisschen Courant schneiden. Ne? Dann sieht es hier wirklich schon sehr gut aus. Oh, hier haben wir noch so ein paar kleine Sehnenreste, die werde ich noch entfernen. So, dann haben wir hier unser Flat Iron Steak. Ja, super. Also Sigi, weißt du auch, komm, ich schneide es nochmal an, dann sieht man es noch besser, ein bisschen schräger so. Ein bisschen schöner für die Kamera.
Ja, das ist unsere Ausbeute jetzt hier vom Rinderbug, also unser Mittelbugstück. Ja, das Schaufelstück als Flat Iron mit entfernter Sehne. Zum anderen unser falsches Filet, ein klassisches Schmorstück. Den Sidecut Terrace Major, ja, vom Bugdeckel. Und zu guter Letzt das dicke Bugstück. Ja, klassisch zum Schmoren. Man könnte jetzt auch mal versuchen, hier ein Steak zu schneiden bei dieser Marmorierung. Ja, ja. Und das war unsere Rinderschulter oder Rinderbug. Weiter geht es dann hier mit unserem Vorderviertel. Und zwar haben wir jetzt hier unsere Querrippe und unser Brisket, ja, was der Sigi hier auch wirklich schön sauber ausgelöst hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das natürlich auch wieder bearbeiten. Ja. Ich fange mal an mit dem Brisket. Wie schon beschrieben, eigentlich ein, ja, wie man schon sieht, ein fettes Stück Fleisch, ja, zum Kochen, eigentlich vorrangig für die Suppe, maximal vielleicht gekocht, in Scheiben geschnitten mit Meerrettichsoße, ja, dafür nimmt man das. Womit ich jetzt aber anfange, ist halt, ja, wie ihr das schon öfter mal gehört habt heute, sauberes Auslösen bedeutet dann auch halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit beim Zurechtschneiden. Das heißt, wir sehen jetzt hier noch die Knorpelreste, die da drin sind. Ja, die muss ich natürlich als erstes entfernen. Das ist ganz klar, wenn man da dann natürlich drauf beißt oder so, das ist alles andere wie schön und das möchte auch keiner haben. Ja? So, dicke Fett tun wir direkt weg. Ich kannte das jetzt, also die sogenannte Kante schneide ich jetzt hier mal ein bisschen an, weil ihr seht hier auch, das Fleisch ist ein bisschen dunkler, ja, durch die 3-Age-Reifung. Wie zu Beginn gesagt, das sollte man eigentlich nicht verwerten. Könnt ihr für eure Haustiere, eure Hunde zum Beispiel abkochen, die freuen sich sehr darüber. Aber für den menschlichen Genuss sollte man es abschneiden. Genau das gleiche mache ich hier an der Spitze. Ja. Schneide es einfach ein bisschen nett zurecht hier. Nimm noch so das ganz dicke Fett oben ein bisschen von der Brust weg. Ja. Hier vorne das gleiche. Auch nochmal gerade schneiden. Magere Fleisch nehmen wir uns noch weg hier. Ja, Freunde, und ganz ehrlich, ich würde es jetzt schon so lassen. Ja, für den einen ist es vielleicht ein bisschen zu viel Fett. Für mich eigentlich nicht. Das ist das prädestinierte Stück für euren Smoker zu Hause. Langsam, also low and slow ist halt hier die Devise. Langsam garen mit viel Fett bedeutet nachher im Umkehrschluss, ihr habt ein super saftiges Stück Fleisch, ja, was butterzart ist, was ihr nachher pullen könnt. Das lässt sich also wirklich mit dem Gaumen zerdrücken. Ja. Von daher würde ich jetzt schon so lassen. Man kann natürlich hier das ganze Fett noch runterholen, aber wie gesagt, Fett is not bad. Und von daher lasse ich es einfach mal dran. So, Abschnitte gebe ich auch noch dem Sigi. Ja, unsere Short Rib. Auch so ein Cut, der mittlerweile in aller Munde ist. Ja, früher hat man dieses Teilstück hier einfach nur klein gesägt, grob und mit in eine Suppe geschmissen. Ja, doch eigentlich ist es viel zu schade. Ja, in Zeiten, wo Spare Ribs in aller Munde sind, US-Cuts in aller Munde sind, ja, warum nicht mal vom Rind? Ja, im Endeffekt ist dies die dicke Rippe vom Schwein. Warum soll man die vom Rind nicht auch halt mal schön garen oder braten oder grillen können? Einzige, was ich jetzt hier noch mache, ist, ich hole jetzt hier hinten den letzten Knochen noch raus, ja, und schneide auch hier die Rippe noch mal kurant. Gebe dem Sigi noch mal die Abschnitte rüber. Ja. Hier vom Sägen, seht ihr, sind so ein paar, ja, Sägemehlspäne vom Knochen. Das können wir einfach hier ein bisschen abkratzen, ja. Tun wir nachher mit beim Abfall. Vielleicht auch hier nochmal durch die Reifung der Anschnitt, ja, dass die dunklen Stellen halt verschwinden. Tja, und dann hat man hier halt auch eine richtig schöne Short Rib. So, die kann man jetzt, Entschuldigung, eine richtig schöne Short Rib. Die kann man jetzt wirklich im Ganzen garen, ja, oder hier zwischen den Rippen einfach runterportionieren und die einzelnen Stränge zum Beispiel garen. Wie gesagt, low and slow ist auch hier die Devise. Wir haben hier eine Menge Fett drin, was natürlich auch jede Menge Geschmack bringt. Also traut euch ruhig mal. Hier, verging wie im Fluge, war Sigi?
Und unser letztes Teilstück, wie gesagt, für heute, das ist unser Nacken, ja? Unser Rindernacken, auch Zungenstück genannt oder aber auch halt Chuck, ja, nach der amerikanischen Bezeichnung. Hierzu muss man sagen, klar, Nacken, hier hinter kommt direkt das Entrecot und das Rostbeef. Das heißt, hier ist praktisch der Übergang, ja, vom Rücken zum Nacken hin. Und hier haben wir halt auch ein hervorragendes Stück Fleisch, und zwar die sogenannte Steakhochrippe. Um das jetzt zurechtzuschneiden, ist das Erste, was ich machen muss, die dicke Sehne hier entfernen. Ja? Also hier liegt eine wirklich richtig dicke Sehne, die auch nicht genießbar ist. Ja? Die muss auf jeden Fall entfernt werden. Und das mache ich jetzt gerade mal hier. Ja? Ihr seht hier auch, die kann ich mit den, ich drehe es mal rum, mit den Fingern greifen und auch hier wieder nach altbewährtem Muster einfach mit der Messerspitze folgen, ja, bis sie komplett entfernt ist. Direkt das Magerfleisch entfernen wir direkt, tun es mit bei den Abschnitten bei. So, anatomisch gesehen, hier ist der Nacken, hier geht es zum Kopf hin, das sogenannte Saba-Stück, ja, und hier geht es halt zum Rücken hin. Ja, also zuerst kommt das Entrecot und dann das Rostbeef. Und was wir jetzt machen, ist halt eine Steakhochrippe zu schneiden. Das heißt, grob gesehen teilen wir hier den Rindernacken einmal in der Mitte. Ja, und sehen dann jetzt auch schon hier, was uns hier also für eine Marmorierung erwartet, ja, für eine Qualität erwartet. Sensationell. Und jetzt ist es eigentlich ganz unspektakulär. Wir bringen dieses Teilstück jetzt noch ein bisschen auf Niveau, entfernen beidseitig die Ketten, weil die sind doch ziemlich fett. Ja, und parieren hier auch wieder vom Sigi sauber ausgelöst die Knochenhaut und restlichen Sehnen weg. Fleischkenner werden es wissen, also das Entrecot ist auch für mich mit das beste Stück Fleisch, was es überhaupt gibt am ganzen Tier. Von daher ist man hier mit so einer Steakhochrippe auch immer auf der sicheren Seite, weil, wie beschrieben, ist hier der Übergang vom Entrecot zum Nacken hin. Ja, und seht mal selbst hier auch, was für ein tolles Fleisch, ein anständiger Fettanteil dabei, ja, herrlich. Ja. Und somit ist unsere Steakhochrippe eigentlich auch schon, ja, fertig. Abschnitte gebe ich wieder am Sigi rüber. Ja, und hier kann man jetzt wirklich schön nach Lust und Laune Steak schneiden. Dünn, dick, whatever. Ja, also hervorragendes Stück Fleisch. Vor allen Dingen auch für eine kleine Mark. So. Das hintere Stück vom Rindernacken ist natürlich nicht mehr so schön. Also ihr seht hier, die Verwachsungen gehen immer mehr ineinander. Ja, der Sehnenanteil wird höher. Ja, das heißt, entweder kann man jetzt das ganze Fleisch zum Kochen nehmen, für Gulasch verwerten, ja, oder halt auch für Abschnitte. Wir lassen es jetzt hier im Ganzen, schneiden dies auch einfach nur noch mal kurant ein bisschen zurecht. Ich bringe es rum, weil hier ist noch ein richtig dicker Fettdeckel drauf. Den wollen wir natürlich nicht dabei haben. Ja, andere Ecke schneiden wir auch noch was gerade. So, und nun haben wir auch hier ein richtig schönes pariertes Stück Fleisch. Auch das hier könnt ihr jetzt zum Beispiel super für die Suppe nehmen. Ein wunderschönes Stück Schmorfleisch haben wir hier, ja. Was ich auch immer gerne mache, einfach mal eine dicke Scheibe abschneiden, in den Ofen rein, mit Zwiebeln bedecken und langsam schmoren lassen. Also wirklich ganz, ganz hervorragend. Ja? Und wie gesagt, hier die Steakhochrippe, fantastisches Stück Fleisch, super marmoriert, richtig fett durchzogen. Auch hier könnt ihr euch mal zutrauen, richtig dicke Steaks zu schneiden, die auf den Grill zu werfen oder in euren Smoker oder aber auch sous vide vorzugaren. Lässt sich auch toll im Ganzen garen, dieses Stück Fleisch. Ja, probiert es einfach mal aus. Steakhochrippe, unser Zungenstück, also das hintere Stück zum Kopf hin vom Nacken. Wir haben hier einmal unser dickes Bugstück. Wir haben unser Terrace Major. Wir haben das falsche Filet.
Wir haben unser Flatiron, den Mittelbug, halt hier die Mittelsehne entfernt. Granatenstarkes Fleisch, einer meiner Favorites. Wir haben das Brisket, ja, wie gesagt, keine Angst hier vor dem Fett. Perfektes Stück Fleisch für den Smoker, ist innovativ, ist trendy, aber vor allen Dingen saulecker, ja. Und zu guter Letzt noch unsere Short Rib, ja. Auch hier keine Angst vor dem Fett, ja. Prädestiniertes Stück für den Smoker, noch das Rinderbein vom Vorderviertel. Ja, haben wir jetzt hier mal ganz gelassen. Klassisches Stück für die Suppe, kann man hier schön in Scheiben sägen, als Beinscheibe für die Rindersuppe. Oder könnt ihr auch mal versuchen, hier bei der hohen Qualität ein Ossobuco vom Rind zu machen, zum Beispiel. Ja, somit haben wir nun das halbe Vollblut-Veggio zerlegt. Sigi, was sagst du? Gut, schön, super. Ja, finde ich auch. Vielen Dank nochmal an dich, dass du mit dabei warst. Gerne. Ne? Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid demnächst auch wieder dabei bei der nächsten Session. Ja, vielen Dank, stay tuned, bye bye. So, liebe Beef Buddies, wie ihr gesehen habt, ist die Kuh nun vollkommen ausgelöst, pariert, portioniert, zurechtgeschnitten, in die einzelnen Cuts zerlegt. Doch ohne Abschnitte geht es halt nicht. Ja? Und das wollen wir euch hier nochmal aufzeigen. Also wir haben jetzt hier eine gute Kiste, sagen wir mal 15, 20 Kilo Knochen, ja? Die also wirklich top ausgelöst sind hier. Ja? Wir haben hier 15 Kilo ungefähr magere Abschnitte, die wir für gehacktes, Burger Patties, Wurst oder sonstiges nehmen können. Wir haben natürlich ja, gut 20 Kilo Fett, ja, das ist natürlich dem geschuldet, wenn eine gute Marmorierung im Fleisch haben möchte, ja, dann ist dementsprechend ringsherum auch alles exorbitant Fett. Das heißt, die Fettauflagen auf dem Rostbeef zum Beispiel sind fetter, das Bauchfleisch ist fetter, ja, da hat man dann auch hier so richtige dicke Stücke, sogenanntes Sackfett drin, ja, das ist nicht zu vermeiden. Aber auch das wird weiterverarbeitet, landet nicht im Müll. Wie gesagt, man kann sich auslassen, Fleisch drin braten, einen Rinderteig machen, der auch in die Produktion für zum Beispiel original Dresdner Christstollen geht und so weiter. Lediglich, wie ihr hier seht, ich denke mal, das ist gar nicht nennenswert, eine dicke Handvoll Sehnenabschnitte, die angefallen sind, ja, und wirklich ein Händchen voll an ja, schwarzen, nennt man Rindehals, ja, vom Rindenfleisch, entsteht durch die Dreieckschleifung außen, das muss natürlich ab. Ja, aber hier könnt ihr euren Hund noch glücklich machen und die sehen, mein Gott, kocht sie auch noch aus oder schmeißt sie dann halt im Müll. Ja, wie gesagt, das waren die Abschnitte vom Veggio.